Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, liebe Zuseher, darf Sie ganz herzlich zu unserer nachmittaglichen Informationsveranstaltung zum Thema Darmkrebs, Vorsorge, Therapie und Ernährung begrüßen. Es freut mich sehr, dass Sie sich hier zugeschaltet haben, dass die Anzahl der Gäste ist ja noch überschaubar. Umso familiärer wird vielleicht hier diese Veranstaltung. Wie gesagt, ich freue mich sehr. Wir wollen die nächsten anderthalb Stunden eine interessante Fortbildung hier oder Informationsveranstaltung erleben. Ich darf kurz einmal vorstellen. Mit mir bestreiten diese Veranstaltung Professor Thomas von Hahn. Er ist Chefarzt der Gastroenterologie in der Asklepios Klinik Barmbek. Dann nimmt als Referent teil der Dr. Hauke Weilert. Er ist leitender Oberarzt in der onkologischen Abteilung in Barmbek. Und Frau Theinert von der Firma Medilog wird uns anschließend noch Informationen zum Thema Ernährung bei und nach Darmkrebs geben. Mein Name ist Michael Lipp. Ich vertrete die Chirurgie in diesem Seminar. Ich bin in Barmbek verantwortlich für die Darmchirurgie und die Chirurgie des Verdauungstraktes. Dann würde ich sagen, starten wir. Wir haben im Anschluss an die jeweiligen Vorträge die Möglichkeit für einen Chat. Wir würden das dann einfach, wenn Sie Ihre Fragen hier in den Chat schreiben, versuchen zu beantworten. Und dann würde ich sagen, Thomas, starten wir mit dem Vortrag zum Thema Vorsorge bei Darmkrebs und Diagnostik. Viel Spaß und gute Zeit. Los geht es. Mein Name ist Thomas von Hahn. Ich darf den ersten Vortrag hier mit Ihnen teilen. Dazu muss ich einmal die technischen Voraussetzungen schaffen. Passen Sie auf. Ich glaube, das kriege ich hin. Und ja, Vorsorge bei Darmkrebs. Das ist ein wichtiges Thema. Wir sind hier im Monat, der dem Thema Darmkrebs und Darmkrebsvorsorge und Verhinderung von Erkrankungen und Todesfällen durch Darmkrebs gewidmet ist, da ist das natürlich ein brandaktuelles Thema, denn Darmkrebs ist eine ganz häufige Krankheit. Es wird geschätzt, dass jedes Jahr in Deutschland um die 60.000 Menschen an Darmkrebs erkranken und 25.000 sterben daran. Und daran sehen Sie schon mal eine wichtige und in diesen eigentlich traurigen Zahlen auch ganz positive Botschaft, dass nämlich die Mehrzahl der Fälle von Darmkrebs nicht zum Tode führt, sondern geheilt werden kann. Und wenn man noch etwas genauer hinschaut, dann sehen Sie auf der rechten Seite von dieser Folie die Zahlen, die Wahrscheinlichkeiten für Frauen und für Männer in den nächsten 10 Jahren, je nachdem wie alt man gerade ist, an Darmkrebs zu erkranken und auch dadurch zu sterben. Und da sehen Sie zum Beispiel, dass wenn Sie eine 65-jährige Frau sind, die Wahrscheinlichkeit rein statistisch, dass Sie an Darmkrebs in den nächsten 10 Jahren erkranken, ist immerhin 1 zu 70. Wenn Sie ein Mann sind, dann sogar noch etwas höher, mit 1 zu 41. Also Darmkrebs ist eine ganz häufige Krankheit. Und deshalb spielt Vorsorge so eine große Rolle. Und Vorsorge fängt natürlich an damit, dass man möglichst das tut, was man tun kann, um gar nicht erst krank zu werden. Und tatsächlich gibt es sogenannte Schutzfaktoren, also Dinge, wo man weiß, dass die mit einem reduzierten Risiko für Darmkrebs einhergehen. Und das sind 3 große und 3 auch noch, aber nicht ganz so wichtige Punkte. Das ist körperliche Aktivität, ein möglichst normales Körpergewicht, also nicht zu leicht, nicht zu schwer, und der Verzicht aufs Rauchen. Und auch relevant, aber nicht ganz so durchschlagend, sind die Einnahme von Ballaststoffen, ein nur moderater Alkoholkonsum und wenig Konsum von rotem und hochverarbeitetem Fleisch. Das sind so die Dinge, die man tun kann, um sich vor Darmkrebsentstehung zu schützen. Und dann ist beim Darmkrebs noch ganz wichtig, um zu verstehen, warum Vorsorge bei Darmkrebs so eine große Rolle spielt, dass Darmkrebs, der ist nicht plötzlich da, sondern er entwickelt sich langsam im Laufe der Zeit. Und das, was ich hier mal gemalt habe, das soll so, diese Röhre, das soll so ein Stückchen Dickdarm sein. Und der, so soll der aussehen, wenn er gesund ist. Und dann entsteht irgendwann
im Dickdarm ein kleiner Polyp. Und dieser kleine Polyp, der ist nicht bösartig, sondern das ist ein gutartiger Tumor. Also das sind ein paar Zellen, die sich vermehren, mehr als sie das sollen, aber die tun noch nicht die Dinge, die Krebszellen tun. Also die wachsen nicht in umgebendes Gewebe ein, die zerstören nicht das umgebende Gewebe und die machen auch keine Absiedlung an anderer Stelle im Körper. Also es ist ein gutartiges kleines Geschwür, das man bei einer Darmspiegelung als Polyp sehen würde. Und wenn man diesen Polypen, dieses kleine Adenom, einen gutartigen Tumor, belässt, dann wird er über die nächsten Jahre größer und wird zu einem großen Polypen, der immer noch gutartig ist, ein Adenom, also ein gutartiger Tumor. Und dann, wenn weitere Jahre vergehen, ohne dass dieser Polyp gefunden wird, dann entsteht irgendwo in diesem Polypen die erste bösartige Zelle, die erste Darmkrebszelle. Und bis zu dem Zeitpunkt haben sie dann einen großen, an sich gutartigen Polypen, der aber irgendwo drin einen kleinen Fleck, ein kleines Nest von bösartigen Zellen hat, Krebszellen. Und die sind der Ausgangspunkt von einem Darmkrebs. Und wenn man das dann weiter nicht bemerkt und das weiter fortschreitet, dann wird daraus im Laufe der Zeit übernehmen die bösartigen Zellen, überwuchern den gutartigen Polypen und es entsteht ein Darmkrebsgeschwür, das eben in die Umgebung einwächst, da das Risiko birgt, dass es Absiedlungen anderswo im Körper sich bilden und damit ist es dann eine bösartige Krebserkrankung, die natürlich auch lebensbedrohlich ist und dann sehr dringend behandelt werden muss. Und wenn man das verhindern möchte, dann gibt es eigentlich zwei Dinge, die man machen kann, um möglichst diese Polypen, diese gutartigen Geschwulste zu finden, bevor sie zu bösartigen Geschwulsten, zu Darmkrebs geworden sind. Und wenn man das schafft, wenn man die findet, rechtzeitig kann man sie entfernen und damit die Entstehung von Darmkrebs verhindern. Und es gibt verschiedene Wege, wie man das machen kann, aber zwei sind wirklich besonders wichtig. Das eine Mittel der Darmkrebsvorsorge ist die Darmspiegelung. Das sehen die Krankenkassen vor, dass das zweimal gemacht wird im Abstand von 10 Jahren. Bei Frauen beginnt mit 55 Jahren, bei Männern schon mit 50 Jahren, weil Männer etwas häufiger und im Schnitt auch etwas früher an Darmkrebs erkranken. Und es gibt eine Alternative zur Darmspiegelung, das ist der Test auf okkultes Blut im Stuhl, den die Krankenkassen alle 1 bis 2 Jahre erlauben. Und dazu ist zu sagen, beides funktioniert. Aber der Goldstandard ist die Darmspiegelung, weil es der noch bessere Test ist. Mit der Darmspiegelung finden Sie kleine Polypen, große Polypen und natürlich auch Polypen, die schon in Darmkrebs übergegangen sind. Und Sie haben die Möglichkeit, diese Polypen auch sofort zu behandeln. Also wenn Sie eine Vorsorge-Darmspiegelung machen, dann werden in der Regel Polypen nicht nur gefunden, sondern auch sofort entfernt. Und wenn Sie wieder aufwachen nach der Spiegelung, da reden wir gleich noch ein bisschen drüber, wie das genau abläuft, dann ist die Krankheit auch schon behandelt. Die Alternative, der Test auf okkultes, also verborgenes Blut im Stuhl, der wird etwas später positiv. Kleine Polypen bluten in der Regel nicht, große Polypen manchmal schon und Darmkrebs, also schon bösartig gewordene Polypen, bluten häufig, sodass dann dieser Test positiv wird. Wenn der dann positiv ist, dann müssen Sie natürlich als nächstes immer noch eine Darmspiegelung machen. Wobei auch wichtig ist zu wissen, kein Test ist perfekt und dieser Test auf okkultes Blut im Stuhl von allen Patienten, die in eine gastroenterologische Praxis zum Beispiel geschickt werden zur Darmspiegelung, weil so ein Test auf Blut im Stuhl positiv war, hat nur etwa jeder Dritte oder jeder Vierte tatsächlich einen sehr großen Polypen oder einen Darmkrebs. Und deshalb, aus diesen genannten Gründen, ist die Darmspiegelung das, was man in der Medizin den Goldstandard nennt, also die beste und aussagekräftigste Methode und beim Darmkrebs oder der Darmkrebsvorsorge, der Suche nach Polypen, eine, die es erlaubt, die Polypen nicht nur zu finden, sondern auch gleich zu behandeln und damit die Entstehung von Darmkrebs zu verhindern. Denn, das ist die gute Nachricht, das ist nochmal das Bild, das ich Ihnen eben gezeigt habe, diese ganzen Frühstadien und Vorstufen, kleine Polypen, große Polypen und auch Polypen, die schon einen kleinen Flecken bösartige Zellen in sich tragen, können endoskopisch im Rahmen der Spiegelung behandelt werden und werden dann gar nicht zu einem Darmkrebs, der die aufwendigeren Behandlungen erfordert, über die meine Kollegen gleich noch sprechen werden. Ist Darmkrebsvorsorge perfekt? Nein, das ist sie nicht. Aber sie senkt das Risiko an Darmkrebs zu erkranken erheblich. Hier ist mal dargestellt, bei einer Gruppe von 1000 Leuten, das sind Leute, die sind so um die 70 Jahre alt, die haben vielleicht ein paar Risikofaktoren, fehlende Schutzfaktoren für Darmkrebs und die haben ein Risiko von 4% an Darmkrebs zu erkranken in den nächsten 10 Jahren. Da werden, wenn sie nicht zur Vorsorge gehen, 40 an Darmkrebs erkranken und 13 werden daran sterben. Und wenn die zur Vorsorge gehen, dann erkranken weniger, nur noch 26, also ungefähr die Hälfte nicht, weil man eben
die Polypen findet und entfernt, bevor sie bösartig werden. Und vor allen Dingen sterben aber viel, viel weniger Patienten an Darmkrebs, der im Rahmen der Vorsorge entdeckt wird, weil die Darmkrebsgeschwüre, die dort entdeckt werden, auch wenn man sie nicht sofort behandeln kann, sondern eine Operation oder auch eine Medikamentenbehandlung erforderlich ist, in früheren Stadien entdeckt werden und noch sehr viel besser behandelt werden können und in aller Regel geheilt werden können. Denn, das ist nochmal, ich sagte es eingangs schon, die ganz wichtige Nachricht, Darmkrebs ist heute eine ernste, aber eine wirklich gut behandelbare und in den meisten Fällen heilbare Erkrankung. Und dann noch ein Zitat aus der amerikanischen Leitlinie von unseren amerikanischen Kollegen, die sagen, der beste Test ist der, der wirklich gemacht wird. Also wichtig ist, dass man Vorsorge macht. Und Darmspiegelung ist der Goldstandard, aber es gibt Alternativen und die wichtigste ist dieser Test auf Blut im Stuhl. Wie läuft so eine Darmspiegelung jetzt ab? Dafür benutzt man ein Endoskop. Das ist dieses schwarze Ding, das hier so hängt. Und da gehören einige elektronische Geräte, ein Bildschirm dazu. Und der Teil hier, dieser lange Schlauch von dem Endoskop, das ist der, mit dem die eigentliche Darmspiegelung gemacht wird, der also in den Darm eingeführt wird. Und dieser Schlauch ist flexibel und eigentlich randvoll mit technischen Details einer Lichtleitung und vor allen Dingen einer ganz hochauflösenden Kamera, die Bilder vom Körperinneren macht, die man als spiegelnder Arzt oder Ärztin sich dann anschauen kann und damit eben die Polypen finden. Man beginnt die Darmspiegelung am Anus und man spiegelt dann den gesamten Dickdarm hoch bis zum Anfang des Dickdarms, wo der Blinddarm dran sitzt. Und manchmal wirft man auch einen Blick in den letzten Teil vom Dünndarm. Und das ist dann auch der Bereich, auf den es ankommt. Denn Darmkrebs entsteht praktisch immer im Dickdarm und nahezu nie im Dünndarm. Und da gibt es zwei wichtige Schritte. Der erste ist das Vorspiegeln, also wo man das Endoskop in den Körper einführt und möglichst vorsichtig schaut, dass man ganz bis zum Anfang des Dickdarms kommt. Da guckt man natürlich auch schon, aber beim Reinspiegeln konzentriert man sich vor allen Dingen darauf, ganz zum Anfang des Dickdarms zu können und dann zu kommen. Und wenn man dann das Gerät zurückzieht, dann macht man so kreisende Bewegungen und versucht möglichst viel von der Darmoberfläche zu sehen. Und das ist der Abschnitt, wenn eben die Diagnostik, also die Suche nach Polypen und wenn man welche findet, auch die Therapie der Polypen stattfindet. Ja, so sieht das im Körperinneren aus, bei jedem von uns letzten Endes. Und das sind die Bilder, die man sieht während so einer Vorsorge-Darmspiegelung. Nun ist ganz, ganz wichtig bei der Darmspiegelung und der Vorsorge, dass der Darm gesäubert werden muss. Sie haben sich wahrscheinlich schon gedacht, ganz normalerweise, an einem ganz normalen Tag, sieht es im Dickdarm natürlich nicht so aus, sondern da ist der ganze Stuhl drin, das ist sehr dreckig. Man hat keine Übersicht. Und deshalb ist ganz, ganz wichtig bei der Darmspiegelung, dass man den Darm säubert und dazu nimmt man eine Spüllösung ein. Da sage ich gleich noch ein paar Worte zu. Aber diese Spülung, die ist extrem wichtig, denn wenn der Darm sauber ist, dann ist die Untersuchung einfach, sie ist schnell, sie ist risikoarm und sie hat eine hohe Aussagekraft. Können Sie sich vorstellen, wenn Sie nicht so richtig sehen können, wo es lang geht, dann ist das Vorspiegeln schwieriger und natürlich auch das Finden von Polypen ist deutlich, deutlich schwieriger. Wie läuft das jetzt genau ab mit der Vorbereitung auf so eine Darmspiegelung? Wenn man es ganz perfekt machen will, dann sollte man an den Tagen vor der Darmspiegelung auf ballaststoffreiche Nahrung verzichten. Also wenig Vollkorn, wenig faseriges Gemüse und gerade die Sachen essen, die sonst nicht so empfohlen werden. Zum Beispiel Weißbrot, Nudeln, alles was leicht verdaulich ist. Am Vortag der Untersuchung kann man noch frühstücken und ein leichtes Mittagessen einnehmen. Und dann am Abend des Vortages beginnt man in der Regel mit der Vorbereitung für die Darmspiegelung, indem man die erste von zwei Portionen Darmspüllösung einnimmt. Dann bekommt man Durchfall, geht aufs Klo, dann kann man in der Regel ganz ruhig schlafen. Und früh am Morgen des Untersuchungstages nimmt man die zweite Portion ein. Das ist immer eine gewisse Menge Spülflüssigkeit, in der Regel plus klare Flüssigkeit nach Wahl. Außer diesen Spülflüssigkeiten und klaren Flüssigkeiten soll man ab dem Vorabend nicht mehr essen. Und die Medikamenteneinnahme sollte man mit seinem Arzt besprechen. Die meisten Medikamente können ganz normal eingenommen werden, auch am Tag der Darmspiegelung mit einem Schluck klarer Flüssigkeit. Wenn die Spiegelung nachmittags stattfindet, kann man auch besprechen, ob man nicht die erste Portion Spüllösung ganz früh und die zweite zum Beispiel am späteren Vormittag einnimmt. Es gibt eine ganze Reihe verschiedener Präparate, die man da einnehmen kann, die alle ein bisschen unterschiedlich einzunehmen sind. Und ich glaube, man darf sagen, so richtig gut schmecken sie alle nicht. Es gibt sogar die allermeisten Leute, die so eine Darmspiegelung hinter sich haben, sagen hinterher, der unangenehmste Teil war das Trinken. Aber das Trinken ist extrem wichtig. Und letzten Endes, wenn man das
so Schluck für Schluck bei sich zu Hause macht und sich da nicht zu sehr stresst, dann geht das in aller Regel wirklich ganz gut. Dann zeige ich Ihnen hier so ein paar Bilder von dem, wonach wir da suchen bei so einer Vorsorgedarmspiegelung. Das sind Polypen. Da gibt es in verschiedenen Größen. Hier ist ein relativ großer Polyp, da einer, der auch gar nicht so klein ist. Die sind relativ leicht zu sehen. Hier sehen Sie einen, der ist so ein bisschen versteckt. Der ist schon etwas schwieriger abzugrenzen von der normalen Schleimhaut drumherum. Und hier ist einer, der liegt so längs auf der Falte. Da muss man schon ein bisschen genauer hingucken. Und die gibt es auch noch ein viel kleiner, manchmal in irgendwelchen Winkeln, Hinterfalten. Und das ist eben die Herausforderung an den Arzt, die Ärztin, der spiegelt, da genau hinzuschauen. Und wenn man so einen Polypen dann gefunden hat, hier ist mal ein Bild von einem ganz kleinen Polypen. Den sehen Sie da vorne im Vordergrund. Das ist so ein ganz früher Polyp. Dann wird da so eine Schlinge ausgefahren, drumgelegt und dann wird das Stückchen Schleimhaut abgeschnitten, wobei die tieferen Schichten der Darmwand intakt bleiben, sodass kein Loch im Darm entsteht, sondern einfach nur das Stückchen Schleimhaut, das diesen Polypen, dieses gutartige Vorläufergeschwulst gebildet hat, entfernt wird. Und das kann man im Prinzip auch mit deutlich größeren Polypen machen. So einen größeren Polypen sehen Sie da. Der wird dann mit einer Injektionslösung unterspritzt, die ist so blau, und dann wird er in mehreren Portionen mit einer Schlinge abgetragen. Gibt noch an und es bleibt zurück so eine Fläche, wo die Schleimhaut entfernt ist, der Rest der Darmwand aber noch da ist und dieser Polyp ganz sauber entfernt worden ist. Es gibt andere Verfahren, aber das ist das Standardverfahren, das funktioniert sehr gut und ist wirklich sehr schonend. Ist eine Koloskopie völlig harmlos und völlig ohne Risiko? Nein, das ist sie natürlich nicht. Es ist eine Maßnahme, wo man ein Gerät in den Körper hineinführt, das da nicht hingehört. Und natürlich gibt es da Verletzungen, was ab und zu mal vorkommt, gerade dann, wenn man Polypen entfernt, sind Blutungen. Die sind eigentlich nie schlimm, die kann man nahezu immer mit dem Endoskop direkt wieder stillen. Die schlimmere, aber auch deutlich seltenere Komplikation ist die Perforation, also eine Verletzung, ein Loch in der Darmwand. Die tritt bei etwa einer von 2000 Darmspiegelungen auf. Bei reinen Vorsorgespiegelungen, die gemacht werden bei sonst gesunden Leuten unter geplanten, kontrollierten Bedingungen, ist es sogar noch etwas seltener, etwa mit 1 zu 3000. Und dann ist es auch noch so, dass heutzutage nicht mehr jede Perforation zwangsläufig operiert werden muss. Viele Perforationen, wenn man sie sofort entdeckt, kann man direkt endoskopisch verschließen, wie zum Beispiel hier mit diesen Klammern. Und wenn das gelingt, wacht man, also ist ein sowieso sehr seltenes Ereignis, aber selbst wenn es passiert, wenn man das endoskopisch gleich wieder verschließen kann, wacht man hinterher auf und merkt überhaupt nicht, dass irgendwas war. Damit bin ich fast am Ende mit einem kleinen Blick vielleicht noch in die Zukunft, die zumindest teilweise auch schon begonnen hat. Können wir die Koloskopie weiter verbessern? Ja, das können wir. Da gibt es verschiedene Ansätze. Es gibt so Systeme mit Endoskopen, die nicht nur geradeaus, sondern auch zur Seite gucken. Das ist relativ aufwendig und hat auch keine so breite Anwendung gefunden. Dann gibt es so ganz kleine Tricks, wie zum Beispiel diese Kappen mit so weichen Kunststoffflossen, die die Darmfalten etwas zur Seite spreizen, sodass man besser sehen kann. Und es gibt, ganz interessant, Systeme, die künstliche Intelligenz nutzen, um die Darmspiegelung besser zu machen. Da sehen Sie hier den Kollegen Professor Meining, der so eine Spiegelung durchführt. Und da ist ein Computer an das Koloskop angeschlossen, der mitguckt. Und immer dann, wenn er einen Polypen findet, so eine bunten Rahmen da drum macht und sozusagen ein zweites Paar Augen oder ein Computerauge, das natürlich ganz besonders genau hinguckt, beisteuert, der eben mit aufpasst, dass kein Polyp übersehen wird. Zum Beispiel hier in diesem Darm, wo sehr, sehr viele Polypen vorhanden sind bei einem Patienten, der so ein genetisches Risiko für Polypenentstehung oder auch für Darmkrebs hat, was ein sehr seltener Zustand ist. Ja, damit bin ich am Ende. Und möchte als Fazit sagen, Darmkrebs ist häufig, aber er kann durch Vorsorge verhindert werden, indem man eben gutartige Polypen entfernt, bevor sie bösartig werden. Und der Goldstandard für die Darmkrebsvorsorge ist die Darmspiegelung, die alle 10 Jahre ab dem 50. Lebensjahr von den Fachgesellschaften empfohlen wird und ab dem 50. bzw. 55. Lebensjahr auch von den Krankenkassen erstattet wird. Durchgeführt wird die im niedergelassenen Bereich durch niedergelassene Gastroenterologinnen und Gastroenterologen. Und die Darmspülung ist vielleicht etwas unangenehm, besonders die Spülung vorher, aber gerade die ist extrem wichtig. Die Spülung selber wird in Sedierung durchgeführt, also in aller Regel schläft man, zumindest wenn man das möchte. Man kann auch wach bleiben, auch das geht. Und sie ist sehr sicher.
Und selbst wenn bei einer solchen Vorsorgespielung ein Darmkrebs entdeckt wird, ist das in der Regel ein frühes Stadium, das man sehr gut behandeln und auch heilen kann. Und deshalb möchte ich am Ende ganz doll dafür werben, dass Sie vielleicht den Darmkrebsmonat oder vielleicht auch diesen Vortrag zum Anlass nehmen, wenn Sie noch nicht da gewesen sind und das 50. Lebensjahr bereits erreicht haben, dass Sie mal schauen, wer in Ihrer Umgebung als niedergelassener Gastroenterologe oder Gastroenterologin tätig ist und die Darmkrebsvorsorge wahrnehmen und auch in Ihrer Umgebung dafür werben, das zu tun, weil es einfach eine Sache ist, die schwere Krankheiten und Todesfälle verhindern kann. Damit bin ich am Ende. Dann schaue ich mal in den Chat, was da so für Fragen gekommen ist. Da ist einmal die Frage, gilt das alles auch fürs Rektum? Und die Antwort ist ja, das Rektum, das ist der Unterschied, können Sie bereits mit einer kurzen Darmspiegelung erreichen. Aber und ein großer Teil der Darmkrebsgeschwüre sind im Rektum, etwas weniger als die Hälfte, aber die Empfehlung ist schon, den ganzen Dickdarm anzugucken, also den gesamten Organ, wo das Risiko für Darmkrebsentstehung besteht. Dann ist die Frage, ob die Darmkrebsvorsorge in den USA schon früher empfohlen wird, ab 45, da gebe ich zu, touché, ich bin nicht ganz sicher, ich praktiziere aber auch in Barmbek, in Hamburg, Deutschland, ich bin nicht ganz sicher. Es ist natürlich so, dass es Darmkrebserkrankungen auch vor dem 50. Lebensjahr gibt und ein wichtiger Punkt dabei ist, wenn Sie in Ihrer Familie Angehörige haben, insbesondere Angehörige ersten Grades, also Eltern und Geschwister, die im frühen Alter Darmkrebs hatten, dann sollte man mit der Vorsorge spätestens früher beginnen, spätestens 10 Jahre, in dem Alter 10 Jahre, bevor der oder die Verwandte erkrankt ist. Und das können Sie aber auch mit Ihrem Arzt oder Ihrem Gastroenterologen, Gastroenterologin besprechen. Dann gibt es eine Frage, werden die Klammern, die da zum Verschließen dieser Perforation benutzt worden sind, werden die später ausgeschieden? Ja, das stimmt. Die halten in der Regel einige Wochen oder Monate, fallen dann ab, werden mit dem Stuhlgang ausgeschieden. Das ist kein Problem, das wird in der Regel gar nicht bemerkt. Die Frage, ich bin begeistert, wie viele Fragen Sie stellen. Das freut mich sehr, das ist sehr schön. Drei haben wir noch, ich beantworte sie noch schnell, Jungs, nicht, bevor die nächste Redner dran kommen. Werden die Patienten insgesamt jünger? Ja, das stimmt. Es gibt einen gewissen Trend zur jüngeren Erkrankung im jüngeren Lebensalter. Aber es gibt nach wie vor einen ganz, ganz deutlichen Anstieg der Häufigkeit mit dem Lebensalter. Also Darmkrebs wird häufiger, je älter sie sind. Es kann sein, dass irgendwann in der Zukunft die Empfehlungen sich ändern. Bisher ist die Evidenz dafür noch nicht ganz da. Es ist natürlich so, je häufiger eine Krankheit ist, desto mehr Nutzen haben Sie von einer Vorsorgemaßnahme. Aber das muss man natürlich immer wieder neu bewerten. Dann war die Frage, Blut, warum blutet ein Tumor? Was ist eigentlich okkultes Blut? Da habe ich etwas Fachjargon benutzt, das tut mir leid. Okkultes Blut ist verborgenes Blut, also Blut, das Sie nicht mit dem bloßen Auge sehen können. Das findet eben dieser Stuhltest. Und warum blutet ein Tumor? Er blutet, weil ein Tumor, also ein bösartiger Tumor, der wächst halt chaotisch. Da entstehen ständig neue Zellen, aber es sterben auch Zellen ab. Die Blutgefäße wachsen chaotisch nach und dadurch neigen diese Tumoren eben zum Bluten. Das ist nicht immer, das sind manchmal sehr kleine Blutungen, die man dann nicht unbedingt selber sehen kann, wenn man ins Klo guckt, aber die dieser Stuhltest eben entdeckt. Studien zum Thema Zuckerarmut und Veganismus gibt es. Ganz kurz gesagt, sehr viel Kohlenhydrate sind schlecht. Obst und Gemüse ist gut, aber es sind keine der ganz starken Schutz- bzw. Risikofaktoren. Und zuletzt, werden die Polypen nach dem Abtragen auch ausgeschieden? Nein, ganz wichtiger Punkt, danke für die Frage. Die Polypen werden nicht ausgeschieden, sondern sie werden abgetragen, dann geborgen und in die Pathologie geschickt und da analysiert. Denn es könnte ja sein, dass in einem, gerade im größeren Polypen, doch schon ein Nest bösartiger Zellen ist. Wenn das der Fall ist, ist das wichtig zu wissen, weil in einigen Fällen dann eine weitere Behandlung, zum Beispiel eine Operation, erforderlich ist. Und das ist die perfekte Überleitung, Michael, zu deinem Vortrag. Ich danke sehr herzlich und wünsche viel Vergnügen bei der weiteren Veranstaltung. Tschüss. Ja, ich übernehme den Staffelstab. Okay, so. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, spannendes Thema. Ich habe gesehen, Sie haben viele, viele Fragen gestellt. Das ist prima. Thomas, vielen Dank dir für deinen super Vortrag.
Nur ist es so, wir alle sind ja bestrebt, dass der Darmkrebs überhaupt nicht entsteht. Die Darmspiegelung bietet eine fantastische Möglichkeit, diese frühen Formen zu erkennen und abzutragen, in der Hoffnung, dass die Patienten überhaupt nicht an Darmkrebs erkranken. Wenn wir aber tatsächlich dennoch später kommen und ein bösartiger Darmkrebs entstanden ist, bedeutet das noch nicht, wie der Professor von Hahn da schon sagte, dass jetzt das Ende aller Tage erreicht ist, sondern vielmehr, dass wir heutzutage sehr gezielt Darmkrebs behandeln können. Die Art der Behandlung, die wir Chirurgen anbieten bei Darmkrebs, ist die Operation. Und ich möchte Sie jetzt einmal mitnehmen mit ein paar Bildern und ein paar Hinweisen zum Thema Operation bei Darmkrebs. Mein Vortrag ist aufgeteilt in drei kurze Punkte. Letzten Endes dreht er sich um die Frage, wie viel an Darm muss eigentlich entfernt werden und warum ist das so, wenn man Darmkrebs hat? Die zweite Frage ist, welche operativen Möglichkeiten haben wir denn heutzutage, um Dickdarmkrebs anzugehen? Welche Techniken setzen wir da ein? Und dann, das wissen Sie alle, ein bösartiger Krebs kann natürlich Tochtergeschwulste, Metastasen bilden, wenn er weiter fortgeschritten ist. Und welche Möglichkeiten gibt es da eigentlich, wie wir diese Patienten weiter behandeln können? Wenn wir uns einmal so einen Dickdarm, Sie hatten eingangs im Vortrag von Professor von Hahn schon mal so ein Bild gesehen, wenn wir uns so einen Dickdarm angucken, dann müssen Sie sich das jetzt von Ihrer Sicht aus vorstellen. Also hier drüben, das ist der rechte Dickdarm und hier drüben der linke Dickdarm sozusagen. Wir haben hier den aufsteigenden Ast, wir haben den queren Dickdarm, hier geht es dann runter, dort ist der S-förmige Dickdarm und hier unten ist bereits das angesprochene Rektum, der sogenannte Mastdarm. Und dann ist ganz wichtig für die weiteren Überlegungen, die wir jetzt gemeinsam anstellen wollen, die Tatsache, dass der Dickdarm über zwei Arterien, also zwei zuführende Blutgefäße versorgt wird. Das ist nämlich hier einmal die obere Darmarterie, die hier hinten aus der Aorta, also unserer Hauptschlagader, austritt. Und das ist hier unten direkt unterhalb der oberen Darmarterie die untere Darmarterie. Und diese beiden Blutgefäße versorgen mit ihren Ästen im Prinzip den ganzen Dickdarm. Und hier im Bereich der linken Kurve gibt es Verbindungen, wo sozusagen das Versorgungsgebiet der oberen Darmarterie in die untere Darmarterie übergeht. Nun ist es so, dass wir hier, das ist jetzt hier nicht gezeichnet, die Arterien liegen im sogenannten Darmgekröse, also im Darmfett. Und entlang der Arterien, hier als schwarze Punkte eingezeichnet, da liegen die sogenannten regionären Lymphknoten. Also Sie müssen sich vorstellen, jeder Abschnitt des Dickdarmes hat letzten Endes zugehörige Lymphknoten. Und diese Lymphknoten, die sind so etwas wie ein Gulli, ein Filtersystem. Also letzten Endes die Lymphflüssigkeit, ich sage jetzt mal einfach, dass das Abwasser aus diesem Gebiet des Darmes, das läuft durch diese Filterstation. Und wenn Sie sich jetzt einmal vorstellen, dass Sie einen etwas fortgeschritteneren Tumor haben, der in der Darmwand an Lymphgefäße Anschluss hat, dann können eben Karzinomzellen, also Krebszellen, sich lösen und mit der Lymphflüssigkeit hier verteilt werden. Und die bleiben dann meist in diesen Lymphknoten hängen. Und diese Lymphknoten sind dann letztlich für die Operation ganz wichtig. Das werde ich Ihnen nachher erklären. Und selbstverständlich ist natürlich die Lage des Tumors ganz entscheidend. Denn ein Dickdarm, der sich hier auf der rechten Seite, ein Dickdarmkrebs, der sich hier in der rechten Dickdarmseite bildet, der wird natürlich anders chirurgisch behandelt als ein Krebs, der hier auf der linken Seite entsteht. Ich möchte Ihnen das einmal erklären am Beispiel von zwei Standardoperationen, die wir durchführen. Und zwar stellen Sie sich vor, hier oben, dieser Dickdarmtumor, dieser bösartige Krebs ist nun hier entstanden auf der rechten Seite, also im rechten Dickdarm. Sie erinnern sich an die Lymphknoten, die liegen jetzt alle hier. Und unsere Aufgabe als Chirurgen ist letzten Endes nicht nur, diesen Tumor zu entfernen, sondern wir sind sehr, sehr bestrebt, alle Lymphknoten, die sich hier befinden, mit zu entfernen. Und wenn wir das tun wollen, dann müssen wir letztlich hier diese Arterien am Ursprungsort, am Austrittsort
absetzen. Die werden hier durchtrennt. Nur so kann man sozusagen das gesamte Darmfett mit den Lymphknoten entfernen. Das bedeutet aber auch schlussendlich, dass die ganzen Darmbereiche, die über diese Arterien mit Blut versorgt werden, nach Durchtrennung der Gefäße nicht mehr mit Blut versorgt werden. Und deswegen wird dadurch letzten Endes definiert das Ausmaß der Resektion. Also haben wir hier einen rechtzeitigen Dickdarm, müssen wir auch den rechtzeitigen Dickdarm entfernen. Hier unten sehen Sie einen Tumor exemplarisch, der im sogenannten Sigma, im S-förmigen Darm wächst. Und hier müsste man also dann diesen Abschnitt des Darmes entfernen. Welche Möglichkeiten haben wir denn jetzt, diese Operation durchzuführen? Nun, dann kann man jetzt heutzutage sagen, es gibt im Wesentlichen zwei Gruppen. Es gibt nach wie vor die sogenannte offene Operation, also eine Operation, bei der wir über einen Schnitt in der Bauchdecke in den Körper eingehen. Daneben existieren minimalinvasive Operationsformen. Sie kennen vielleicht den Begriff Schlüssellochchirurgie. Hinter dieser Begrifflichkeit minimalinvasive Operation verbirgt sich zum einen eine laparoskopische Operation, die also während einer Bauchspiegelung durchgeführt wird. Und Sie kennen vielleicht auch die sogenannten robotischen Operationen, die also mit dem Operationsroboter durchgeführt werden. Nun stellt sich die Frage, wie entscheidet man denn, für wen jetzt welche Operation in Frage kommt? Das möchte ich Ihnen jetzt gern einmal näher erklären. Stellen Sie sich vor, Sie haben einen Patienten oder eine Patientin, die bereits mehrfach voroperiert wurde, die also mit hoher Wahrscheinlichkeit Verwachsungen im Bauchraum hat. Da gestaltet sich eine minimalinvasive Operation teilweise als sehr schwierig, weil Sie mit der Kamera in diesen engen Räumen einfach nicht manövrieren können. Und das sind sicherlich Patienten, die auch heute noch von einer offenen Operation profitieren. Daneben ist es so, dass bei jeder minimalinvasiven Operation, also bei Operationen, wo wir den Bauch nicht öffnen, bei diesen Operationen müssen wir den Bauchraum mit Kohlendioxid aufblasen, damit wir sozusagen einen Raum haben, in dem wir operieren können. Dieses Aufblasen mit Kohlendioxid, das führt zu einem gewissen Druck im Bauch und dieser Druck, der leitet sich auch fort Richtung Brustkorb, also Richtung Lunge und Herz. Und wenn Sie nun sehr alte, vorerkrankte Menschen haben, dann ist es so, dass dieser Druck oftmals von den Patienten schlecht vertragen wird. Das heißt, diese Patienten profitieren eher von einer zügigen, schnellen, sicheren, offenen Operation, wo es eher wichtig ist, dass die Operationszeit möglichst kurz ist. Der Nachteil der offenen Operationstechnik ist aber nach wie vor, dass die Patienten und Patientinnen postoperativ, also nach der Operation, mehr Wundschmerzen haben, weil einfach die Narbe größer ist als bei den minimalinvasiven Operationsformen. Und dadurch ist auch die Mobilität eingeschränkter, denn wir wollen ja heutzutage, dass man nach einer Operation möglichst schnell aus dem Krankenbett aufsteht und sich bewegt. Das heißt, wenn wir jetzt auf die andere Seite zu den minimalinvasiven Operationen gehen, da haben wir also den Vorteil, das ergibt sich logischerweise, dass wir eher kleinere Schnitte haben, die postoperativ kosmetisch natürlich besser aussehen, auch weniger Schmerzen verursachen. Und wir versuchen, diese Operation immer dann durchzuführen, wenn keine Argumente dagegen sprechen. Also eigentlich ist das, Professor von Hahn sagte vorher, Goldstandard, das ist sozusagen die Operation der Wahl, die wir immer anbieten, wenn es geht. Und ganz, ganz wichtig ist, dass onkologisch gesehen, also mit Blick auf die korrekte Behandlung eines bösartigen Krebses, kein Unterschied zwischen einer offenen Operation und einer minimalinvasiven Darmoperation besteht. Bei uns im Haus werden derzeit ca. 60% aller Operationen minimalinvasiv durchgeführt. Und wir erleben im Moment eine Entwicklung immer mehr hin zur sogenannten robotischen Chirurgie. Sie müssen sich vorstellen, wenn Sie das linke Bild einmal betrachten, da sehen Sie die Hände des Chirurgen, der sozusagen mit laparoskopischen Instrumenten im Bauch operiert. Er hält zum Beispiel links eine Fasszange, in der rechten Hand hat er die Kamera und vorne an dieser Zange ist eben eine kleine Zange. Und so operiert er. Rechts dagegen sehen Sie jetzt das Setup
bei einer robotischen Operation. Sie sehen, Sie haben da auch diese Hülsen, diese Operationshülsen, das sind letzten Endes Ventile, Arbeitshöhlen, wo man drüber gehen kann. Und es funktioniert im Prinzip ganz genauso, nur dass die Bewegungen vom Roboter ausgeführt werden. Der Chirurg sitzt hier hinten an einer sogenannten Konsole. Letzten Endes ist das wie ein großes 3D-Videospiel und die Bewegungen des Chirurgen werden übertragen auf die Arme des Roboters, der hier am Patientenkörper angedockt ist. Wir können dadurch extrem präzise arbeiten. Der Chirurg hat ein extrem hohes Maß an Kontrolle. Es ist tatsächlich so, Sie müssen sich vorstellen, der Chirurg hat in diesem Fall 4 Arme. Also er hat nicht nur 2 Arme, sondern er bedient hier 4 Arme. Und das gibt uns ganz andere Möglichkeiten, noch diese Operationen zielgerichtet auch auf engen Räumen, zum Beispiel im kleinen Becken, durchzuführen. So sieht das dann aus. Der Chirurg sitzt hier an der Konsole und operiert sozusagen in einem virtuellen Raum. Der Chirurg hat hier sozusagen indirekt Blick in die Bauchhöhle und am Tisch sozusagen am Patienten selbst ist dieser Roboter angedockt und führt die Bewegungen dort aus. In Barmbek ist die Chirurgie aufgeteilt in eine große Klinik für Lebererkrankungen und Bauchspeicheldrüsenerkrankungen und eben die Erkrankungen des gastrointestinalen Trakts, also des Verdauungstrakts, und beide, die Kollegen der Leberchirurgie, hier Professor Oldhafer und wir in der Darmchirurgie, nutzen den Roboter, um die Operationen durchzuführen. Stellt sich die Frage, welche Risiken können auftreten bei Darmoperationen? Man kann es ganz einfach sagen, es gibt bei jeder Operation sogenannte allgemeine Risiken und es gibt dann spezielle Risiken, die mit der Operation als solche zu tun haben. Ein Chirurg wird Ihnen bei jeder größeren Bauchoperation sagen, es kann zu Blutungen kommen. Das kann zum Beispiel nur eine einfache Wundblutung sein. Es werden sich Narben bilden. Nach größeren Bauchoperationen können die schon angesprochenen Verwachsungen auftreten. Natürlich können auch Infektionen stattfinden. Wunden können sich infizieren. Das ist im Prinzip bei jeder Operation gegeben. Und dann gibt es speziell bei den Darmoperationen noch spezielle Risiken. Es kann beispielsweise sein, dass eine Operation ausgeweitet werden muss. Wir finden beispielsweise eine Metastase, ein Tochtergeschwulst, was wir präoperativ, also vor der Operation, nicht entdeckt haben. Dann würde die Operation etwas größer werden, denn wir wären immer bestrebt, diese Geschwulst mitzunehmen. Auch das Thema künstlicher Darmausgang, was sicherlich ein sehr schwieriges Thema ist, das ist manchmal tatsächlich notwendig, dass ein solcher Darmausgang angelegt wird und dann muss man in einer Operation das auch tun. Mir ist noch ein Thema sehr wichtig, das ist diese sogenannte Anastomoseninsuffizienz. Was verbirgt sich denn dahinter? Eine Anastomose ist ein Begriff für eine Verbindung, eine chirurgische Verbindung zweier Hohlstrukturen. Also wenn Sie zum Beispiel zwei Blutgefäße miteinander verbinden oder einen Gallengang miteinander verbinden, das ist auch eine Anastomose. Und wenn Sie eben zwei Darmenden miteinander wieder chirurgisch verbinden, nachdem Sie ein Stück entfernt haben, dann nennt man das auch Anastomose. Diese Anastomose legen wir chirurgisch an. Das heißt, entweder nähen die Chirurgen diese Anastomose mit einem Faden oder sie wird durch ein Klammernahtgerät angelegt. In jedem Fall muss der Körper hinterher diese Wunde, diese Anastomose verheilen. Und wenn das nicht passiert, dann können Sie sich vorstellen, hat man eine freie Verbindung aus dem Darminneren in die Bauchhöhle. Und das kann dann mitunter gefährlich werden, weil Sie eine Verschleppung von Darmbakterien in die Bauchhöhle haben. Und das zieht unter Umständen eine erneute Operation nach sich. Und deswegen bin ich sehr froh, dass ich sagen kann, dass wir in Barmbek eine sehr, sehr gute Rate haben. Und hier sehen Sie unser Team in der Darmchirurgie. Das ist der Oberarzt Dr. Jenner, der auch hier sehr viel organisiert hat, der leider heute nicht dabei sein kann. Das ist auf der rechten Seite die Frau Dr. Nadine Köhler, auch Oberärztin. Und in der Mitte sehen Sie mich. Und dann hatten wir ja sozusagen noch gesprochen, was passiert jetzt eigentlich, wenn Metastasen auftreten? Da möchte ich Sie noch ganz kurz auf zwei Folien mitnehmen. Und zwar, wenn wir einen Darmkrebs haben, was gibt es denn da eigentlich alles für Metastasen? Nun, es gibt
im Prinzip vier unterschiedliche Metastasentypen. Wir hatten schon gesprochen über diese sogenannten Lymphknotenmetastasen. Die Lymphknoten, die im Bereich des Dickdarmkrebses, der operiert wird, liegen, die werden bei der Operation mitentfernt. Nach der Operation wird das entnommene Präparat in die Pathologie geschickt und der Pathologe arbeitet das nach der Operation auf und schaut sich alle Lymphknoten an. Und würde der Pathologe in einem Lymphknoten eine Metastase finden, so müsste man dann anschließend über eine Chemotherapie beispielsweise diskutieren. Da werden Sie im folgenden Vortrag sicherlich mehr hören. Also das ist ein Bereich, Lymphknotenmetastasen. Und dann gibt es Organmetastasen. Also wenn ein bösartiger Krebs, Tumor, Anschluss an Blutgefäße findet, dann können dort Zellen verschleppt werden. Und im Falle des Darmkrebses landen diese Zellen dann ganz oft in der Leber oder in der Lunge. Auch hier sind heutzutage viele, viele Strategien möglich, um diese Metastasen zu entfernen oder effektiv zu behandeln. Also die Chirurgie, die Radiotherapie mittels Bestrahlung und auch die Chemotherapie. Da gibt es wirklich einen ganzen Reigen an Möglichkeiten, die man heutzutage anwenden kann. Und dann gibt es als vierte Art der Metastasierung noch die Möglichkeit, dass sich Tumorzellen diffus von dem Tumor im Bauch lösen und sich im Bauch ausbreiten. Das ist dann allerdings eine sehr schwierige Art der Metastasierung und man nennt die Peritonealkarzinose, aber in einigen Fällen kann man auch da helfen. Ich möchte noch einmal sagen, dass wir in Barmbek im Bereich der Leberchirurgie über eine ganz hohe Expertise und Erfahrung im Bereich dieser Behandlung von Lebermetastasen besitzen. Der Professor Oldhafer macht seit vielen Jahren, ja Jahrzehnten hier exzellente Chirurgie. Und da möchte ich bloß einmal ganz kurz ansprechen, was da heute möglich ist. Man kann sozusagen die Leber, nachdem man Metastasen entfernt hat, zum Wachsen kriegen. Also man kann sozusagen einen Teil, das sehen Sie hier oben letzten Endes, also hier sind Metastasen, man kann diese Metastasen aus dem kleineren Leberlappen in einer ersten Operation entfernen und kann dann dafür sorgen, dass diese linke Leber größer wird und kann dann anschließend die rechte Leber mit den Metastasen entfernen. Also das sind sehr, sehr ermutigende und spannende Konzepte möglich, wenn es so weit ist. Auch bei der Bauchfellkarzinose, bei den Bauchfellmetastasen gibt es Möglichkeiten, die zu behandeln. Das nennt man dann Zytoreduktion und HIPEC, ist ein ganz anderes Thema. Aber auch da, wir sind heute in der Lage, diese Metastasen zu behandeln. Professor Oldhafer für die Leberchirurgie und meine Wenigkeit für die Darmchirurgie stehen Ihnen da jederzeit zur Verfügung. Falls es Fragen gibt, kommen Sie gern bei uns in Barmbek vorbei. Ich freue mich für Ihr Interesse und bin dann am Ende meines Vortrags. Vielen Dank fürs Zuhören. Jetzt gucken wir hier auch einmal in den Chat. Es wird hier gefragt, ist eine Roboter-OP nicht insofern gefährlicher, als dass bei Komplikationen nicht so flexibel wie bei einer händischen Operation gearbeitet werden kann? Jein. Also es ist natürlich so, das ist aber bei der laparoskopischen Operation genau das Gleiche. Immer dann, wenn Sie die Bauchdecke zwischen sich und Ihrem Operationsgebiet haben, müssen Sie bei Komplikationen, zum Beispiel bei einer Blutung, sehr, sehr schnell reagieren können. Bei der Roboterchirurgie trainiert man dieses notfallmäßige Abdocken und insofern ist es kein erhöhtes Risiko im Vergleich zur offenen Chirurgie. Also das kann man sehr, sehr sicher durchführen. Dann steht hier, Roboter hört sich auch immer sehr technisch an. Das Betriebssystem könnte eine Fehlfunktion beinhalten. Ja, theoretisch ist dieses natürlich möglich, aber Sie müssen sich vorstellen, dieser Roboter ist sozusagen in einer permanenten Überwachung. Also das ist nicht ein losgelöstes Gerät, was da bedient wird, sondern der Roboter sendet permanent Informationen und Signale sozusagen an die Firma und eigentlich bevor dort Probleme entstehen, die wir gar nicht sehen, also beispielsweise irgendeine Fehlfunktion eines Armes, der sich nicht mehr richtig bewegt,
ist nachts schon der Roboter da und der Techniker da und ersetzt das. Also das funktioniert ganz hervorragend. Jetzt fragt der nächste Zuhörer, also werden die umliegenden Lymphknoten sowieso herausgenommen? Ja, also bei jeder Darmkrebsoperation müssen die umliegenden Lymphknoten mit entfernt werden. Alles andere wäre schlichtweg falsch. Dann wird gefragt, beim Rektumkarzinom, wie lange Stoma bis zur Re-OP? Das ist eine gute Frage. Wir versuchen bei einer Mastdarmoperation das Stoma in einem Zeitraum von 6 bis 8 Wochen nach der Operation zurückzulegen. Setzt natürlich voraus, dass diese Anastomose, diese neue Verbindung gut eingeheilt ist. Das wird so etwa bei uns nach 4 Wochen überprüft. Wenn das der Fall ist, lagern wir das Stoma zurück. Mal gucken, das ist, also Sie sind wirklich super aktiv, das freut mich sehr. Ich glaube, das ist aber die letzte Frage. Wenn Lebermetastasen später noch entstehen, kann man die dann auch noch entfernen? Da gibt es die klare Antwort, ja. Jede Lebermetastase, die man entfernen kann, egal zu welchem Zeitpunkt, ist sozusagen eine gute Metastase und die Entfernung einer Metastase ist für den Patienten immer mit einem Prognosevorteil verbunden, wenn man das gut und sicher machen kann. Wenn man das aber nicht machen kann, dann drängt sich die Frage nach einer Chemotherapie auf. Und mit diesem Schlagwort leite ich jetzt ganz gekonnt über und freue mich sehr, dass Hauke Weilert übernehmen wird und uns zum Thema Chemotherapie bei Darmkrebs was erzählen wird. Hauke, vielen Dank. Ja, Michael, vielen Dank. Schönen Abend. Ich versuche mich hier mal kurz so auf meine Größe einzustellen. Das ist gut. Ich kämpfe auch kurz einmal mit der Technik und dann legen wir auch gleich los. Ich möchte Sie herzlich begrüßen. Mein Name ist Hauke Weilert. Vielen Dank, Michael, für die gekonnte Überleitung. Wunderbar. Ich möchte mit Ihnen über Chemotherapie bei Darmkrebs sprechen. Ich bin von Haus aus Internist und Onkologe, also Facharzt für Krebserkrankungen. Und ich komme zu verschiedenen Indikationen bei dieser Erkrankungsentität mit ins Spiel. Und das möchte ich Ihnen so ein bisschen näher bringen, wann wir eine Chemotherapie machen müssen oder sollten und mit welchem Ziel. Für mich ist wichtig, wenn ich über eine Chemotherapie sprechen möchte, was für eine Erkrankung liegt vor und wo liegt diese vor. Das bedeutet, wir nennen das ein Staging. Wir müssen schauen, wenn ein Mensch erkrankt ist an einer bösartigen Erkrankung, dann ist für uns enorm wichtig, wo überall hin sich diese Erkrankung ausgedehnt hat, um ein gewisses Stadium festzulegen. Von diesem Stadium hängt dann ab, welche Form der Therapie durchgeführt wird oder auch wie lange eine gewisse Therapie durchgeführt wird und mit welchem Ziel. In der Regel ist das für die Erkrankung des Darmkrebses eine Computertomographie, also ein Schichtröntgen vom Brustkorb und vom Bauchraum, damit wir eben alle relevanten Organe wie Lunge, Leber, aber auch die Lymphknoten sehen können, um zum Beispiel, wenn eine Operation geplant wird, die endoskopisch gesehen wurde, dass ein bösartiger Tumor vorliegt, dieser dann operiert werden muss. Wir gucken können, haben wir von vornherein woanders vielleicht Probleme, wo wir uns drum kümmern müssten, wo vielleicht größere Probleme liegen als zum Beispiel nur im Darm. Stellen Sie sich vor, wenn schon eine Lebermetastasierung oder so etwas vorliegt, würde das das Grundkonzept grundlegend ändern. Da komme ich gleich nochmal genauer drauf. Wir gucken uns, wenn wir ein Stadium bestimmen wollen, eigentlich 3 Bereiche an. Wir gucken uns einmal an, wie groß und wie ausgedehnt ist der eigentliche Tumor im Darm. Als nächstes wird geguckt, sind Lymphknoten befallen von dem Krebs und wenn ja, wie viele und wo? Und als nächstes gibt es auch Absiedlungen in anderen Organen, sogenannte Organmetastasen wie Lunge, Leber oder dem Bauchfell. Und daraus kann man dann eine erstmal sehr kompliziert wirkende Tabelle erstellen und sich diese Erkrankung, den Darmkrebs, so in 3
oder vier große Bereiche einteilen, wenn man so will. Das ist hier gemacht mit dem Stadium 1 bis 4. Das Stadium 1 beschreibt einen sehr kleinen Tumor, der ist hier mit T1, T2 sehr klein, lokal begrenzt. Und N0, das bedeutet keine Lymphnodenmetastasen und keine Fernmetastasen, keine Organmetastasen. Dann gibt es das Stadium 2. Im Stadium 2 ist der Tumor schon größer, hier mit T3 und T4 beschrieben. Das sind einfach Größen- und Tiefenausdehnungsdefinitionen, wo wir sagen, gut, dieser Tumor ist auf jeden Fall lokal fortgeschritten, aber hat sich noch nicht in den Körper ausgebreitet. Wir sehen keine Lymphknotenmetastasen und keine Fernmetastasen. Im Stadium 3 ist dann der Unterschied, dass je nachdem die Tumorgröße unterschiedlich ist, aber der Tumor eben zusätzlich Lymphknoten befallen hat und dann wird eben unterteilt, wie viele. Im Stadium 4 ist es dann so, dass zusätzlich zu irgendeinem dieser vorherigen Stadien ein M-Stadium, also eine Metastasierung stattgefunden hat in ein anderes Organ, typischerweise natürlich die Leber, aber eben auch Lunge oder Knochen oder Bauchfell etc. So, wenn wir so eine Stadioneinteilung getan haben, dann müssen wir uns überlegen, welche Therapie führen wir durch? Wann komme ich eigentlich als Onkologe ins Spiel? Also wann geht es eigentlich um das Thema Chemotherapie? Und wenn ich eine Therapie durchführen will, eine Chemotherapie, die ja durchaus schwere Nebenwirkungen machen kann, die gefährlich ist, die unangenehm sein kann, dann muss ich mir immer überlegen, was mache ich und mit welchem Ziel? Was will ich eigentlich erreichen mit dieser Chemotherapie? Und da gibt es für diese Erkrankung des Darmkrebses so drei große Gruppen, weswegen ich eigentlich ins Rennen gehen kann für diese Erkrankung. Wann müssen wir aktiv werden? Eine sehr große Gruppe ist die adjuvante Therapie. Eine adjuvante Therapie ist eine Chemotherapie, die man nach einer chirurgischen Entfernung eines Krebses durchführt. Das bedeutet, ein Mensch ist geheilt durch Herrn Dr. Lipp zum Beispiel und hat keine Krebszellen mehr im Körper, zumindest keine, die wir sehen können. Alle Krebszellen sind entfernt. Das Problem ist, dieser Krebs kann wiederkommen. Höchstwahrscheinlich ist es dann gar nicht so, dass der Krebs wiederkommt, sondern dass eigentlich der Krebs gar nicht ganz weg war, sondern dass es vielleicht kleine Absiedlungen gab im Körper, die man gar nicht sehen konnte, mit keiner Bildgebung der Welt. Und das Ziel einer adjuvanten Therapie ist dann, diese möglichen kleinen Metastasen zu bekämpfen, dass möglichst der Krebs nicht wiederkommt. Das heißt, die adjuvante Therapie hat die Intention, ein Mensch ist geheilt und er soll geheilt bleiben. Als nächstes die große Gruppe der neoadjuvanten Therapien. Neoadjuvant bedeutet, wir schieben unsere onkologische Therapie einer operativen Therapie vor. Das ist klassisch bei dieser Entität nicht beim Kolonkarzinom, sondern beim Rektumkarzinom, dass man vor einer Operation einen Patienten behandelt und zwar mit einer in der Regel Chemotherapie und Strahlentherapie. Die Strahlentherapie wirkt begrenzt, dort wo man strahlt, da bekämpft diese Bestrahlung eben die Krebszellen. Das verhindert dann oder verringert das Risiko eines Wiederkehres des Krebses an der Stelle. Und dazu eine Chemotherapie, die, wie eben schon genannt, dann systemisch wirkt. Systemisch heißt, sich über den Blutkreislauf über den gesamten Körper verteilt und überall dort, wo sie halt ist, dann eben Krebszellen auch töten kann. Das Ziel ist, oder man weiß, dass beim Rektumkarzinom diese Therapie, die der Operation vorgelagert ist, deutlich besser ist, viel bessere Ergebnisse bringt, sowohl operativ als auch sozusagen wie schwerwiegend, wie groß muss die Operation sein, wie viel muss entfernt werden, auch an gesundem Gewebe und dass auch das Risiko des Rezidives deutlich geringer ist. Das Rezidiv ist die Wiederkehr des Krebses. Als dritte große Gruppe ist es die palliative Therapie. Palliativ kommt aus dem lateinischen palliare, ummanteln, also eine Therapie, die Beschwerden lindern soll, letztendlich vom Wortstamm her, die einen Menschen ummanteln soll, schützen soll. Und eine palliative Chemotherapie hat die Intention, eine Krebserkrankung, die da ist, die man auch nicht wegbekommt, dann aber in seinem Wachstum zu stoppen, vielleicht den Krebs zurückzudrängen oder zumindest das Wachstum zu verlangsamen und somit möglichst Beschwerden, die der Krebs macht, hinauszuzögern oder zu verhindern. Ich möchte Ihnen
kurz fest beschreiben, wie wir diese Therapien festlegen. Ich habe Ihnen jetzt ja diese drei großen Gruppen genannt. Dafür schauen wir einmal, wie ist die Tumorausbreitung. Also wir schauen uns das Stadium an, das hatte ich Ihnen anfänglich gezeigt. Je nachdem, ob Lymphknoten befallen sind oder wie groß der Tumor ist oder ob es Fernmetastasen gibt, können wir eben schauen, wo befindet sich der Patient. Ist er vielleicht schon operiert? Und wenn ja, wie sieht das Operationspräparat aus? Sind dort zum Beispiel Lymphknoten befallen oder nicht, wäre dann ja die Frage an uns. Da komme ich gleich drauf. Dann, wie geht es dem Patienten, was für einer klinischen Verfassung ist der Patient? Wir behandeln ja nicht den Krebs, sondern wir behandeln den Menschen, der Krebs hat. Und wir müssen eben schauen, was können wir diesen Menschen zumuten und vor allen Dingen mit welchem Ziel. Wenn ein Mensch in einer Palliativsituation ist, also unheilbar krank, und ich ihm mit der Chemotherapie schweren Schaden zufüge, dann ist es sicher die falsche Therapie. Er soll davon eben ja sinnvoll nutzbare Lebenszeit gewinnen und nicht Schaden durch mich erleiden. Das bedeutet, wir müssen viele Faktoren berücksichtigen und wir sitzen regelmäßig jede Woche zusammen in einer großen Tumorkonferenz, wo ja aus jeder Fachabteilung Vertreter sind, wo wir alle unsere Patienten durchsprechen und die Therapiekonzepte gemeinsam erarbeiten und dann eben schauen, welche Therapie wird mit welchem Ziel gemacht. Um das Ganze ein bisschen zu veranschaulichen, möchte ich Ihnen kleine Fallbeispiele nennen. Ich habe hier ein Beispiel von einem Patienten mit einem Dickdarmtumor. Dieser wird operativ entfernt und man sieht keine tumorbefallenen Lymphknoten. Wir sehen auch keine Metastasen in anderen Organen und wir werden jetzt gefragt, müssen wir eine Chemotherapie machen? Das ist in der Regel in diesem Stadium 1 oder 2, wie ich es an einem Tag nannte, nicht zwingend notwendig, nur in Sondersituationen. Wir verringern die Wahrscheinlichkeit eines Wiederkehrens des Krebses durch eine Chemotherapie nur vielleicht in 3% der Fälle. Da muss man sich sehr gut überlegen, möchte man einen Menschen denn wirklich chemotherapieren? Wer hat etwas davon? Da gibt es Sondersituationen, sogenannte Risikofaktoren. Genau so etwas würde dann in einer Tumorkonferenz besprochen werden, ob das sinnvoll wäre. Das nächste ist eine adjuvante Behandlung. Das bedeutet, wir haben einen Dickdarmtumor und tumorbefallene Lymphknoten. Wir sehen aber keine Fernmetastasen und es erfolgte eine Operation. Der Dickdarmtumor wurde komplett entfernt und ein Teil der entfernten Lymphknoten war befallen von dem Krebs. Das ist jetzt genau der Fall, den ich Ihnen vorhin darstellte mit der adjuvanten Therapie. Wir sehen schon, ein Tumor war fortgeschritten. Er ist in die Lymphbahn eingebrochen und hat Tochtergeschwülste gesetzt in die Lymphknoten. Jetzt ist es davon abhängig, wie groß ist der Tumor und wie viele Lymphknoten sind befallen. Man sollte in so einer Situation eine Chemotherapie durchführen. Eine adjuvante Therapie verringert hier das Risiko, dass der Krebs wieder auftritt, um 40%. Das ist eine absolute Indikation. Das muss man tun in der Situation. Und die Frage ist, ja, mit was und wie lange? Das hängt eben von Tumorgröße und Menge der Lymphknotenmetastasen ab. Das würde im Einzelfall dann besprochen werden. Also ein kleinerer Tumor T3 mit N1, also wenige befallene Lymphknoten, müsste man nur 3 Monate lang mit einer Chemotherapie, die dann auch zum großen Teil als Tabletten gegeben werden kann, behandelt werden. Dann ein Beispiel für eine neoadjuvante Behandlung. Wir haben einen Enddarmtumor und befallene Lymphknoten, sehen aber in der Operation vorangegangenen Staging keine Metastasen, zum Beispiel in Lunge oder Leber. Dann würde hier eine Radiochemotherapie vor der Operation durchgeführt werden. Das verhindert eben, dass der Tumor wiederkommt an Ort und Stelle durch die Bestrahlung und auch im Körper durch die Chemotherapie. Man würde dann vor einer Operation eine Erfolgskontrolle machen, um zu sagen, wo stehen wir eigentlich, was haben wir erreicht, hat der Tumor zum Beispiel gut angesprochen, damit die Chirurgen dann ihre Operation auch so angemessen planen können, dass der Patient davon profitiert. Und dann muss man häufig keine adjuvante Chemotherapie hinterher durchführen, da sie schon vor der Operation durchgeführt wurde. Dann haben wir einen Sonderfall, eine neoadjuvante Behandlung. Wir hatten schon über Metastasen gesprochen. Die Frage war ja auch nach Lebermetastasen zum Beispiel. Wenn wir die Situation jetzt haben, dass ein Mensch an so einem Darmkrebs erkrankt und wir im Staging vor einer möglichen Operation sehen, es liegen 3 Lebermetastasen vor, dann sollten die, wenn möglich, operativ entfernt werden. Wenn diese aber schwer zu operieren wären, weil sie vielleicht zu groß sind oder direkt an großen Gefäßen liegen, dann gibt es auch hier zum Beispiel die Möglichkeit, dass wir eine Chemotherapie vor einer Operation
laufen lassen, um zu gucken, können wir die Lebermetastasen durch die Chemotherapie verkleinern und dadurch vielleicht eine Operabilität mit dem Ziel der Heilung des Patienten herbeiführen. Und als letztes dann die palliative Chemotherapie, eine Therapie, die Symptome durch den Krebs verhindern soll und die Lebenszeit verlängern soll, wenn eine Heilung nicht möglich ist. Da gibt es viele verschiedene Möglichkeiten, viele Kombinationstherapien, damit will ich Sie gar nicht quälen. Aber das Ziel ist eben, möglichst wenig Schaden durch die Chemotherapie mit möglichst viel Nutzen. Und das muss man regelmäßig neu besprechen und evaluieren. Das bedeutet, man guckt regelmäßig, wenn man so eine Therapie macht, wie verträgt der Mensch das und wie gut spricht der Krebs an. Das bedeutet, wirkt das eigentlich, was wir da tun? Das wird regelmäßig gemacht zu definierten Zeitpunkten und dann wird eben geguckt, ob diese Therapie weitergeführt werden muss, umgestellt werden muss oder abgebrochen werden muss. Als weitere Palliativmaßnahmen neben der Chemotherapie gibt es natürlich noch andere Möglichkeiten. Zum Beispiel, wenn ein Tumor den Darm einengt, dann kann der aufgedehnt werden, zum Beispiel ein Stent eingesetzt werden, dass die Darmpassage vorhanden ist oder andere palliative Maßnahmen, auf die ich hier nicht weiter eingehen möchte. Ich versuche mich kurz zu fassen über die Nebenwirkungen der Chemotherapie. Es gibt allgemeine Nebenwirkungen einer Chemotherapie. Die Chemotherapie ist eine Therapie, die sehr ungezielt gegen alles, was sich schnell teilt, wirkt. Und Zellen des Krebses teilen sich sehr schnell, aber eben auch andere Zellen, wie zum Beispiel die Schleimhäute des Verdauungstraktes oder die Haarbälge oder die blutbildenden Zellen. Und daraus erklären sich viele Nebenwirkungen einer klassischen Chemotherapie. Dadurch kann es dann eben zu einer Immunschwäche, einer Blutarmut oder zu Übelkeit und Durchfällen führen. Das muss man wissen, darüber muss man mit den Menschen reden, die diese Therapie bekommen und dann eben auch wissen, was man tut, wenn es dazu kommt. In dieser speziellen Krankheitssituation des Darmkrebses gibt es eben auch noch spezielle Nebenwirkungen oder spezifischere Nebenwirkungen bei bestimmten Medikamenten. Sowas würde im Vorfeld einer Therapie detailliert besprochen werden, welche Therapie durchgeführt wird, mit welchen Medikamenten und auch in Rücksichtnahme vielleicht auf Vorerkrankungen. Zum Beispiel kann das Oxaliplatin, ein Chemotherapeutikum, was sehr häufig bei dieser Art des Krebses benutzt wird, zu Nervenschädigungen führen, sogenannten Polyneuropathien. Wenn ein Mensch vielleicht aber schon eine Polyneuropathie hat, dann ist das natürlich das falsche Medikament. Sowas muss man beachten. Oder bestimmte Medikamente können, gerade diese modernen Antikörpertherapien, können Probleme machen, die gar nicht so klassische Chemotherapie-Nebenwirkungen sind, wie Wundheilungsstörungen oder Bluthochdruck. Wenn jemand dort schon Probleme hat, muss man da sehr genau schauen, ob das das Richtige ist. Oder Cetuximab ist ein Medikament, ein sehr moderner Antikörper, der zu Akne teilweise sehr unangenehmen, akneartigen Ausschlägen führen kann. Da muss man mit den Menschen reden, dass das häufig damit korreliert, dass es auch gut wirkt. Da muss man schauen, wie gut ist das zu ertragen, wie schlimm ist das. Dagegen kann man eben auch viel tun. Gut, dann ganz kurz zur Nachsorge. Ich habe hier ein Bild, sehr unübersichtlich auf den ersten Blick. Ich will Ihnen sagen, die Nachsorge ist sehr strukturiert. Es gibt Empfehlungen in einigen Ländern etwas unterschiedlich, aber ganz allgemein gesprochen behandeln oder schauen wir uns die Patienten vierteljährlich initial an mit körperlichen Untersuchungen und Blutkontrollen. Man kann im Blut zum Beispiel gewisse Marker sehen, die nach einer Krebsbehandlung normal sind. Und wenn die ansteigen, ein sogenannter Tumormarker, könnte das ein Hinweis darauf sein, dass irgendwo im Körper wieder etwas stattfindet, dass irgendwo etwas wächst. Wir machen Bildgebungen mit dem Ultraschall halbjährlich zum Beispiel oder auch mit einem CT sowie Darmspiegelung. Das ist je nach Krankheitsstadium so ein bisschen unterschiedlich, wann man das genau macht, nach 12 Monaten oder nach 36 Monaten. Die Nachsorge würde über 5 Jahre laufen und dann würde man definitionsgemäß von der Erkrankung auch geheilt sein und eine ganz normale Lebenserwartung dann haben dadurch. Wunderbar. Das war der Part. Vielen Dank. Ich weiß, wir sind ein bisschen in Eile. Ich versuche jetzt noch kurz einmal zu schauen nach den Fragen. So, da sind viele Fragen. Okay. So, wenn nur ein Lymphknoten vergrößert ist, wie hoch ist die Chance, dass er nur reaktiv ist? Ja, genau. Wenn die Röntgenärzte können natürlich nur beschreiben, dass ein Lymphknoten groß ist. Ein Lymphknoten, der reaktiv vergrößert ist, sieht aber ein bisschen anders aus als zum Beispiel ein krebsbefallener Lymphknoten. Und bestimmte Größen sind irgendwann auch nicht mehr normal. Das heißt, natürlich brauche ich ein Statement der Röntgenärzte.
Damit haben wir häufig zwei Stadien. Wir haben häufig ein Stadium vor einer Operation, ein klinisches Stadium, wo wir gucken im CT oder nach bestimmten Untersuchungstechniken, wie schätzen wir diesen Tumor ein, zum Beispiel T3N1, wenn Sie sagen, nur ein Lymphknoten ist vergrößert. Dann wird eine Operation gemacht und es stellt sich heraus, der Lymphknoten war überhaupt nicht krebsbefallen. Dann haben wir ein postoperatives Stadium, T3N0. Und schon ist die Therapie, die sich anschließt, eine ganz andere. Dann die nächste Frage ist, wenn man beim Rektumkarzinom neoadjuvant behandelt wurde, der Tumor sehr klein wurde, wie riskant ist es dann, die OP sein zu lassen? Ja, das ist ein sehr interessantes Thema, was auch gerade sehr aktiv diskutiert wird. Es gibt auch sogar sogenannte pathologische Komplettremissionen bei manchen Patienten. Das heißt, manchmal hat man sogar den Fall, dass der Krebs komplett getötet wurde durch die Radiochemotherapie. Die Frage ist, bei wem ist das wirklich der Fall? Da ist gerade, das ist gerade, ich sag mal so, im Stand der Forschung, das ist sehr spannend, kann man manchen Menschen diese Operation vielleicht ersparen. Im Moment ist das nicht so. Vielleicht wird sich da irgendwann etwas ändern. Im Moment ist es zu unsicher. Wir wissen eben nicht genau vor der Operation, bei wem es wirklich vielleicht reichen würde, eine Radiochemotherapie zu machen. Dann die Frage ist, welche Voraussetzungen müssen gegeben sein, dass nach den OPs beim Rektumkarzinom nach neoadjuvanter Therapie keine weitere Chemo noch nötig ist? T2N1M0, also keine weitere 5FU plus Oxaliplatin-Therapie. Ja, auch da ist es ein Streitthema, ob man eine adjuvante Therapie nach einem Rektumkarzinom durchführen muss. Häufig reicht eine präoperative Radiochemotherapie, aber auch das wird in einer Tumorkonferenz diskutiert. Ja, da gibt es dann Grenzbereiche, wo man im Moment nicht hundertprozentig weiß, reicht das jetzt oder ist das vielleicht zu unsicher? Bei T2N1M0 und einer gut durchgeführten primären Radiochemotherapie kann man aber auch vertreten, darauf zu verzichten, danach eine Chemotherapie durchzuführen. Der nächste Punkt ist, also erfolgt die Einteilung der Tumorklasse, nachdem der Pathologe die entfernten Lymphknoten untersucht hat, sowohl als auch. Es gibt einmal die präoperative Staging-Untersuchung mittels der Bildgebung und dann die endgültige postoperative, nach der wir dann die Entscheidung richten, muss man zum Beispiel eine adjuvante Therapie durchführen oder nicht. Dann die nächste Frage. Wenn man noch keine Metastasen hat, dann durch die neoadjuvante Therapie geht, können dann nicht in der Zeit Fernmetastasen entstehen, weil es dauert? Theoretisch ist das möglich, wenn die Chemotherapie nicht gut wirkt. Man kann nicht garantieren, dass diese Therapie bei jedem Patienten wirkt. Die Wahrscheinlichkeit ist eher genau in die andere Richtung. Die Wahrscheinlichkeit ist eher in die Richtung, dass wenn schon Fernmetastasen da sind, die man noch gar nicht sieht, diese dann auch abgetötet werden. Ja? So ist eher die wahrscheinlichere Lösung. Natürlich ist das nicht garantiert. Ich kann nicht garantieren, dass diese Chemotherapie immer wirkt. Ich kann auch nie garantieren, dass sie gut vertragen wird. Aber ich kann die bestmögliche geben, in der Hoffnung, dass es eben da nicht zu Fernmetastasen kommt. Die nächste Frage, eine Chemotherapie wirkt ja immer auf das ganze System oder lässt sich mittlerweile lokal begrenzt mittels Medikamenten, Gabe, Spritze, Salbe, Stent mit Medikamentenauftrag auf das betreffende Gewebe behandeln? Ja, das ist eine gute Frage. Das ist so ein bisschen das Problem dieser Therapie, habe ich ja gesagt. Das ist ja eine ungerichtete Therapie. Wir breiten sie über den ganzen Menschen aus und machen auch überall unsere Nebenwirkungen. Das Problem ist, wir machen die Chemotherapie ja gerade, weil sie im ganzen Körper wirkt, um Tumorzellen zu behandeln, die vielleicht sich abgesiedelt haben an einer Stelle, wo wir sie noch nicht sehen und eine Lokaltherapie nicht wirkt. Eine Lokaltherapie wäre dann eher die Operation oder die Bestrahlung. Es gibt mittlerweile aber eine Vielzahl an sogenannten Targeted Therapies, also zielgerichteten Therapien auch. Das ist auch im Moment in Studien inbegriffen, auch fürs Kolonkarzinom. Da wird sich einiges bewegen, tut es bei vielen anderen Krebsarten auch schon. Da ist viel in Bewegung. Aber eine Chemotherapie hat gerade den Sinn, dass man alles behandelt. Weniger unerwünschte Wirkung, gleich weniger Therapieeffekte ist die Frage, nicht unbedingt. Beim Cetuximab schon. Mein alter Chef hat immer gesagt, wenn du Pickel hast, freu dich, denn dann wirkt es gut. Das ist vielleicht ein bisschen platt gesagt. Das ist bei einer Klassenchemotherapie nicht so der Fall. Also nur, weil man sie ganz schlecht verträgt, heißt nicht, dass sie sehr gut wirkt. Es gibt hervorragend wirkende Chemotherapien, die sehr gut vertragen werden, ganz ohne Nebenwirkungen. Wir können einfach die Nebenwirkungen heutzutage sehr gut beherrschen und im Vorfeld auch schon einschätzen und sozusagen prophylaktisch dagegen arbeiten. Aber natürlich kann es immer zu Problemen kommen. Aber das ist kein logischer Schluss. Nur weil man schwere Nebenwirkungen hat, wirkt es gut. Oder wenn man gar keine Nebenwirkungen hat, wirkt es schlecht. Das ist nicht so. Oxaliplatin ist die letzte Frage. Auch als Tablette? Nein. Es gibt das 5-FU als Tablette, das 5-Fluorazil, das ist das Capecitabin. Wunderbar.
Und dann würde ich jetzt an Frau Theinert übergeben. Es geht jetzt um das Thema Ernährung bei Darmkrebs und ich bedanke mich recht herzlich. Ja, vielen Dank. Ich komme jetzt zum abschließenden Thema der Ernährung. Häufig werden wir gefragt, ob wir mit Ernährung irgendwie heilen können. Das können wir leider nicht. Das heißt, bei der Ernährung, zu der ich jetzt komme, und der Ernährungsberatung geht es nicht darum, irgendwie den Krebs zu besiegen. Das kann die Ernährung leider nicht. Es geht darum, das Gewicht zu erhalten, die Nebenwirkungen zu lindern während der Therapie, sodass die Therapie gut vertragen wird und möglichst nicht noch weiter ein Gewichtsverlust entsteht. Das Problem ist, dass bei vielen Patienten, die die Diagnose erhalten, bereits ein hoher Gewichtsverlust entstanden ist. Leider freuen sich viele Patienten und denken, oh, jetzt passt mir wieder meine alte Hose oder mein alter Rock. Aber der Zeitpunkt, der jetzt da ist, ist eben nicht dafür da, um abzunehmen oder eine Diät zu machen, sondern tatsächlich jede Zelle des Körpers muss erhalten werden, um einfach diese ganzen Therapien, die ihnen bevorstehen, gut zu durchstehen und nicht noch weiter an Gewicht zu verlieren. Denn nur die gesunden Zellen können diese Therapie vernünftig verarbeiten. Und die ganzen Therapien hatten wir bereits. Sie können eine Chemo vor der OP bekommen, sie bekommen eine OP, sie bekommen vielleicht eine Chemo hinterher, sie bekommen eine Bestrahlung, sie bekommen viele Medikamente, vielleicht eine Schmerztherapie, sie wollen sich bewegen. All das sind natürlich Dinge, die ihren allgemeinen Zustand beeinflussen. Das heißt eben auch Nebenwirkungen machen können, was die Ernährung angeht. Häufig ist da eine Inappetenz, da ist eine Übelkeit, da kommt es zu Erbrechen, zu extremen Durchfällen kann es kommen. Es kann zu einer Mukositis kommen, das heißt, die Schleimhaut entzündet sich im Mund. Man ist müde, abgeschlagen und dadurch natürlich erst recht nicht motiviert, sich zu bewegen, was natürlich ungünstig ist, denn auch die Bewegung spielt eine große Rolle. Bei der Appetitlosigkeit sagen wir grundsätzlich, es ist wichtig, mehrere kleine Mahlzeiten zu sich zu nehmen, das möglichst appetitlich anzurichten, Gerüche zu vermeiden. Oft haben wir Patienten vor uns sitzen, die sagen, Mensch, ich würde gerne mal wieder Frikadellen essen und dann geht vielleicht die Frau los und macht Frikadellen oder auch umgekehrt. Und dann steigen die Gerüche auf bis ins Wohnzimmer und dann werden die Frikadellen serviert und dann hat der Patient häufig leider keinen Appetit mehr auf Frikadellen, was zu großem Frust führt, was wir in der Beratung immer wieder merken, weil im Prinzip die Angehörigen frustriert sind, weil sie dem Patienten was Gutes tun wollen und der Patient frustriert ist, weil er natürlich seinen Angehörigen scheinbar Probleme bereitet. Wichtig ist, zu jeder Tages- und Nachtzeit zu essen. Was wir häufig gefragt werden ist, ja, ich möchte mich jetzt möglichst gesund ernähren, ich möchte auf Zucker verzichten und. Wir sagen, es ist jetzt eigentlich nicht der Zeitpunkt unbedingt ausschließlich für gesunde Ernährung, sondern uns ist es wichtig, dass Sie ausreichend Kalorien zu sich nehmen. Und wenn Ihnen danach ist, ein Berliner zu essen oder eine Portion Pommes, dann dürfen Sie das. Das ist überhaupt gar kein Problem. Wichtig ist, dass Sie sich möglichst viel bewegen und an die frische Luft gehen. Vielleicht Ingwertee kochen, der appetitanregend wirkt und gleichzeitig gegen Übelkeit und eine angenehme Atmosphäre beim Essen schaffen. Sie dürfen auch hin und wieder einen kleinen Aperitif zu sich nehmen, je nachdem, weil auch der appetitanregend ist. Bei Übelkeit und Erbrechen sagen wir möglichst trockenes Gebäck, Zwieback, Knäcke, Toastbrot und auch hier Essensgerüche möglichst vermeiden. Fingerfood anbieten. Es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, kleine Bällchen zu machen aus Trockenobst, Nüssen. Da gibt es viele Rezepte, das sind sogenannte Energieballs und diese Balls kann man auch überall stehen haben. Und vielleicht dann zugreifen, wenn einem gerade mal nicht übel ist, sodass man mit einer kleinen Menge viel Energie zu sich nehmen kann. Gut geeignet sind auch Kaltschalen, Eis, Sorbets, Kompott, Apfelmus. Alle Dinge, die kühl sind, lassen sich einfach bei Übelkeit besser zu sich nehmen. Leichte und milde Kost. Lieber selber würzen lassen, weil man häufig veränderte Geschmacksempfindungen vorfindet, metallische Geschmäcker oder eben gar keinen Geschmack. Insofern ist es besser, den Patienten selber nachwürzen zu lassen. Smoothies. Smoothies ist eine gute Idee, um auch mit wenig Substanz viel Energie
anzureichern, weil man die Möglichkeit hat, natürlich zum Beispiel Obst zu vermischen mit Eis, mit Joghurt. Man kann auch Maltodextrin und Eiweißpulver zuführen. Man hat die Möglichkeit, aus einer kleinen Menge etwas Hochprozentiges zu schaffen. Und Trinken geht häufig besser als Essen. Bei der Mukositis, wenn die Schleimhaut sich entzündet hat, ist es wichtig, auf Konsistenz und Textur zu achten. Meistens gehen kühle Dinge besser, weil die natürlich das Gefühl lindern. Das heißt, Eis- und Kaltschalen bieten sich hier an. Man kann auch Trinknahrung zu sich nehmen, weil richtige Mahlzeiten auf gar keinen Fall möglich sein werden. Die Trinknahrung sollte, wenn möglichst, gekühlt sein. Sie können sie ruhig in den Kühlschrank nehmen und dann in kleinen Schlucken zu sich nehmen. Man kann auch Trinknahrung einfrieren in Eiswürfelportionen und die dann verabreichen. Oder Ananassaft bietet sich auch an, den einzufrieren und zu lutschen, da ein Enzym in der Ananas auch Entzündungen lindert. Beim Durchfall ist es wichtig, ausreichend Flüssigkeit zu sich zu nehmen. Mindestens 2 bis 3 Liter sollten es sein, in Form von schwarzem Tee, grünem Tee, stillem Wasser, Fenchel, Anis, Kümmeltee, fein geriebener Apfel, zerdrückte Banane, geriebener Zwieback, Quark, dunkle Schokolade, Graubrot ohne Rinde, Reis, Nudeln, Salzkartoffeln und Salzstangen bieten sich an. Haferschleim, Reisschleim, auch eine gute Möglichkeit. Frisches Obst und säurehaltige Lebensmittel bitte meiden und überhaupt auch frisches Gemüse meiden. Also Salat ist in dem Fall sehr ungünstig. Es ist immer günstiger, ein gegartes Gemüse zu sich zu nehmen, da der Darm weniger Arbeit verrichten muss, um es aufzuspalten und die Nährstoffe aufzunehmen. Dann bieten sich bei Durchfällen noch Mucofalk an, Flohsamenschalen. Mucofalk ist halt der Name jetzt, gut. Oder Apfelpektin, zum Beispiel Aplona. Wenn es ganz schlimm ist und sich überhaupt nicht stoppen lässt, kann man den Arzt bitten, Loperamid aufzuschreiben. Bei Luftbildung, Flatulenz, blähende Lebensmittel meiden, kein Kohl, keine Hülsenfrüchte, Zwiebeln, Knoblauch. Das ist eine spezifische Intoleranz. Jeder Mensch reagiert unterschiedlich auf Hülsenfrüchte, Zwiebeln und Knoblauch. Der eine verträgt das besser, der andere das. Das muss man ausprobieren. Aber grundsätzlich macht es natürlich, sind es einfach Gemüsesorten, die eher Probleme bereiten. Viel Fenchel, Anis, Kümmeltee, das ist ja auch der sogenannte Stilltee, der einfach bei Babys auch Luftbildung vermeiden soll. Deshalb nennt man ihn auch Stilltee. Heidelbeeren, dunkle Schokolade, Weißbrot sind gut geeignet und Vollkorn und Sauerteig eher meiden. Bei der Verstopfung bitte darauf achten, viel zu trinken. Ich sehe das in meinem Umfeld, bei meinen älteren Tanten zum Beispiel, dass die darüber klagen. Und wenn man dann das Ganze hinterfragt, stellt man häufig fest, sie trinken einfach zu wenig. Zusätzlich ist es natürlich wichtig, Ballaststoffe zu essen bei Verstopfung. Aber Vorsicht, möglichst geschrotet, nicht ganze Körner. Vor allen Dingen, wenn man Stomaträger ist, ist es schwierig, weil es zu einer Stoma-Blockade führen kann. Grundsätzlich ist es eh besser, lösliche Ballaststoffe zu sich zu nehmen oder eben geschrotetes Korn. Also auch bei Weizenkleie oder Leinsamen sage ich immer fein geschrotet. Der Darm hat nicht mehr so viel zu tun, es kann sich in keine Ecken setzen. Es wird einfach besser verdaut und es saugt sofort die Flüssigkeit im Darm auf und sorgt für eine bessere Stuhldurchmengung. Milchprodukte, Joghurt und Quark sind gut geeignet bei Verstopfung, Pflaumensaft. Nachoperative Anlage, also wenn es dazu gekommen ist, dass Sie vielleicht temporären Stoma bekommen haben, ist es wichtig, dass Sie Fruchtsäuren meiden, keine Zitrusfrüchte, kein Rhabarber, Gemüsesäuren meiden, keine Tomaten, Gewürzgurken oder eingelegtes Gemüse, keine ganzen Körner und keine Fasern. Fasern sind zum Beispiel Rhabarber, Ananas, Spargel, keine Fruchtsäfte und möglichst keine scharfen Gewürze. Geeignete Getränke, auch nach Stoma-Anlage, sind Kümmel, Fenchel, Anistee, Kamillentee, grüner Tee, leichter schwarzer Tee, stilles Wasser, kein Früchtetee, keine Kohlensäure, bitte immer lieber stilles Wasser, kein Orangensaft. Lebensmittel, die nicht zu empfehlen sind direkt nach Stoma-Anlage, sind Spargel, grüne Bohnen, Blattspinat, Mangold, Mais, Staudensellerie, Zitrusfrüchte, Weintrauben, Rhabarber, Nüsse, Ananas. Wenn man Stomaträger ist, dann ist es natürlich auch wichtig, darauf zu achten,
möglichst geruchserzeugende Lebensmittel vielleicht erstmal zu meiden oder zu schauen, wie geht mein Stoma damit um, mein Beutel, habe ich einen guten Filter, was passiert eigentlich? Und mir fällt da ein Stomaträger ein, der, weil es leider oft so ist, ein frisches Stoma hatte und man sagte ihm, sie können essen, was sie mögen und was sie vertragen. Und der hatte dann die Idee, ein großes Rührei mit Pfifferlingen zu essen und hatte ganz, ganz schlimme Probleme. Also Ei ist sehr, sehr schwer verdaulich, außerdem sehr, sehr geruchsbildend und auch luftbildend in der Verdauung. Zwiebel, Knoblauch, Spargel, Pilze, Kohlgemüse, Hülsenfrüchte, Fleisch, geräuchertes generell und auch Fisch ist sehr geruchsbildend in der Verdauung. Allgemein gilt, Stoma-Patienten können natürlich irgendwann, wenn das Stoma gut angelegt ist und alles verheilt ist und sie wieder, ich sag mal, mit der Therapie durch sind, können sie alles essen und sollten sich durchweg gesund ernähren. Pauschale Einschränkungen bezüglich der Ernährung sind nicht erforderlich, da es keine verbindlichen oder speziellen Diätempfehlungen gibt. Es gibt jedoch einige Vorschläge bzw. Möglichkeiten, um dem Patienten die Anfangsphase zu erleichtern. Das heißt, es ist schon wichtig, dass man vielleicht direkt eine Ernährungsberatung erhält. Es spielt sowieso eine große Rolle beim Darmkrebs. Ich kann Ihnen nur nahelegen, bei der Diagnosestellung zu schauen, ob Sie eine Ernährungsberatung in Anspruch nehmen. Das können Sie über Ihre Krankenkasse erfragen. Häufig haben die eigene Ernährungsberater oder aber natürlich in Ihrem Darmzentrum erfragen. Und in der Regel übernimmt die Kosten dann auch die Krankenkasse mindestens zu 85%. Die Auswahl bestimmter Lebensmittel hat Einfluss auf die Stuhlkonsistenz. Das muss man eben wissen und natürlich auf Luftbildung und Geruchsbildung und auf Wundheilung. Und das ist eben das, worauf man gerade achten muss, wenn man ein Stoma tatsächlich bekommen hat. Es gibt zwei Unterschiede, einmal das Ileostoma und das Kolostoma. Das Ileostoma wird im Dünndarm angelegt und die Ausscheidungen sind halt dünnflüssig, breiig. Der Ausgang sollte möglichst weit über dem Hautniveau liegen. Die Umgebungshaut muss vor den aggressiven Säften geschützt werden. Das ist häufig nicht so einfach, weil sehr, sehr viel Flüssigkeiten abgesetzt werden und die leider manchmal unter die Platten laufen. Und damit, wenn die Haut dort erstmal verletzt ist, ist es sehr, sehr schwer, weil dann die Platten auch nicht mehr so gut halten. Das ist dann so ein Kreislauf. Also das können Sie dann aber natürlich mit Ihrem Stomatherapeuten besprechen. Aber Sie sollten dann schon schauen, dass Sie die richtigen Dinge zu sich nehmen. Das heißt hier auch besonders viel Flüssigkeit, viele kleine Mahlzeiten und auch schauen, wie reagiert mein Stoma. Weil wir haben manchmal Stomaträger, wo wirklich die Nahrung in Bröckchen genauso wieder rauskommt, wie sie reingeht. Und dann sollte man das Ganze schon mal hinterfragen. Ist das überhaupt sinnvoll? Denn manchmal ist ja auch die Frage, wie viel Darm ist jetzt entfernt worden, bleibt überhaupt, wird überhaupt Nahrung aufgespalten, kommt alles bei mir an, was ich zu mir genommen habe. Wichtig ist, dass Sie gut kauen und es gut zerkleinern und dass Sie Nahrungsmittel meiden, die Sie vor der Operation schon nicht vertragen haben. Wenn Sie schon immer extrem auf Sauerkraut reagiert haben, macht es keinen Sinn, das jetzt zu sich zu nehmen, wenn Sie ein frisches Stoma haben. Der Vitamin B12-Spiegel sollte überprüft werden bei einem Dünndarmstoma immer. Und auch Ihr Vitamin D-Spiegel, den sollten Sie auch grundsätzlich vielleicht einmal überprüfen lassen. Als unterstützende Faktoren beim Ileostoma kann ich auch nur Apfelpektin und Flohsamen Ihnen ans Herz legen. Möglichst keine faserigen Lebensmittel, immer geschrotete Ballaststoffe, keine Körner. Wenn Sie Nüsse mögen, dann bitte nicht im Ganzen, sondern auch gemahlen. Dann kann man gucken, ob man einen Esslöffel gemahlene Mandeln oder Haselnüsse irgendwie unter einen Quark mischt oder unter Ihr Müsli, aber bitte nicht ganze Nüsse, weil wir in der Regel einfach zu schlecht kauen. Geriebener Zwieback mit Banane, 2 bis 3 Esslöffel Wasser, Fenchel, Anis, Kümmel oder schwarzer Tee, 2 bis 3 Liter Wasser, Fenchel, Anis, Kümmel oder schwarzer Tee. Kakao und dunkle Schokolade sind auch hilfreich bei dünnflüssigem Stuhl. Kolostoma ist ein Stoma im Dickdarm. Das hat in der Regel, gibt es dort festen Stuhl. Das heißt, wir haben eine Ausscheidung in der Regel pro Tag bis maximal 2. Ist etwas unkomplizierter, was die Ernährung angeht und auch den Stuhlgang als das Dünndarmstoma.
Gut ist, wenn Sie ein Ernährungstagebuch führen, um einfach für sich rauszufinden, welche Nahrung vertragen Sie gut, wann kommt es zu Komplikationen. Mindestens 6 Wochen bis nach der OP ist das sinnvoll. Sie sollten auf eine gesunde Mischkost achten, viel Flüssigkeit, gut kauen, viele kleine Mahlzeiten, blähende Lebensmittel meiden und Stomabeutel mit Filter. Geruchshemmende Lebensmittel, Beobachtung von Durchfällen, Entleerungsintervallen und Blähungen. Stopfende Lebensmittel bei Durchfällen und nochmal immer im Hinterkopf haben, Flohsamen und Apfelpektin. Abführende Nahrungsmittel meiden. Dazu gehören Alkohol, Bohnen, Cola, Erbsen, fette Speisen, Frischobst, Kaffee, Kohl, Sauerkraut, scharf gebratenes, scharfe Gewürze, Zucker, Knoblauch und Zwiebeln. Stopfende Lebensmittel, gut zu empfehlen bei extremen Durchfällen, Bananen, Kakao, Kartoffeln, schwarzer Tee, Weißbrot, Zwieback, Nudeln und Reis, Salzstangen. Blähende Lebensmittel, grundsätzlich frisches Brot, Hülsenfrüchte, Kohlarten, Kohlensäure, Bier, Zwiebeln, Knoblauch, komplett meiden erstmal. Blähungshemmende Lebensmittel bevorzugen, Joghurt, Quark, Preiselbeeren und Heidelbeeren. Geruchserzeugende Lebensmittel meiden, dazu gehören nochmal Bohnen, Eier, Fleisch, Fisch, Gewürze, Knoblauch, Zwiebeln, Käse, Kohl. Allgemein gilt, die Deutsche Gesellschaft für Ernährung sagt, immer noch 50% sollten Kohlenhydrate zu sich genommen werden. Diese natürlich schwerpunktmäßig aus Gemüse, Teigwaren, Kartoffeln, Hülsenfrüchten und Brot, Obst 2x täglich, Milch und Milchprodukte 1-2x die Woche, Fisch, moderat Fleisch 2-3x pro Woche. Die WHO sagt wirklich in der Prävention von Krebs nicht mehr als 500 Gramm rotes Fleisch die Woche, Eier 2-3 und tierische Fette und Süßigkeiten ganz oben an der Spitze sollten möglichst gemieden oder selten zu sich genommen werden. Ja, das war es von meiner Seite. Dann übergebe ich. Vielen Dank. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir sind jetzt mit etwas, wir sind eigentlich in Punktlandung, ne? 18.30 Uhr, wunderbar. Wir kommen zum Ende unserer Veranstaltung. Ich darf mich ganz herzlich im Namen des Darmkrebszentrums Barmbeks bei Ihnen fürs Zusehen bedanken. Ich hoffe, es war informativ. Ich hoffe, es hat Ihnen etwas gefallen. Ich muss sagen, ich bin von Ihren Fragen ganz begeistert. Es war toll, es war sehr interaktiv. Ich glaube, wir werden das in Zukunft beibehalten. Ich glaube, das ist eine gute Sache. Ich darf mich auch ganz herzlich bei meinen Co-Referenten bedanken. Ich fange mal bei Frau Theinert an. Der Dame, vielen Dank. Hauge, Thomas, es ist Freitagnachmittag. Super, dass wir das natürlich hingekriegt haben. Wie gesagt, von unserer Seite, wenn es irgendwelche Fragen gibt, kommen Sie gern nach Barmbek, rufen Sie uns an. Wir sind jederzeit für Sie da. Jetzt gibt es hier noch eine Frage. Super Veranstaltung, kann man die Folien irgendwo bekommen? Um ehrlich zu sein, weiß ich selber noch nicht. Wir haben das ja aufgezeichnet. Ich werde das mal überprüfen. Sie werden mich in Barmbek finden. Rufen Sie mich an, schreiben Sie mir eine Mail. Ich gucke mal, ob ich diese Folien irgendwie kriege. Sollte irgendwie möglich sein. Gibt aus meiner Sicht keinen Grund, warum nicht. Okay, dann gibt es hier noch ein paar Anmerkungen. Super, färben Sie den Zeigepfeil in einer... Okay, gucke ich alles durch. Es knallt hier richtig rein. Super, ich bedanke mich. Wie gesagt, von uns allen herzlichen Dank fürs Zusehen. Ich verabschiede mich und bleiben Sie gesund. Tschüss.